Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Heute wieder ein Zeugnis für Jesus. Wir waren mal vor 2 Tagen draußen mit einem fünfköpfigen Team in Passau. Da haben wir wieder Leute gesucht, für die wir beten konnten. Das Wetter war nicht so gut. Es hat teilweise geringt, starker Wind, kalt war es. Aber wir haben uns nicht abbringen lassen und wir haben echt einiges erlebt wieder mit Jesus. Also es lohnt sich immer. Jesus belohnt Treue und wenn wir rausgehen in reinem Motiv, dann begleitet uns der Heilige Geist mit Zeichen und Wundern. Nur ganz kurz, wir haben für Leute beten können mit Bauchschmerzen. Bauchschmerzen waren weg, war ein Ex-Moslem dabei, der gerade so in der Mitte hängt und nicht weiß, an wen er oder was er jetzt glauben sollte. Also der hat nicht nur die Bauchschmerzen verloren, sondern der wollte auch mehr von Jesus hören. Der wollte gar nicht mehr gehen, es hat geringt, wir sind mal nass geworden, aber er wollte reden. War echt der Hammer. Also wir haben ihm die Karte gegeben, wir hoffen, dass der sich meldet. Dann wurde noch ein Türke wirklich von Schmerzen, Skoliose-Schmerzen komplett befreit. Und das Team hat dann auch noch für ihn gebetet, dass er den Heiligen Geist erlebt. Und er hat auch wirklich Wärme gespürt und das ganze Team, das da für ihn gebetet hat, hat das Gleiche auch gespürt, was er gespürt hat. Also es war wirklich gigantisch und dann haben wir ferner noch für einen beten können, der komplett betrunken war und auf Drogen. Der hat richtig harte Drogen genommen, hat er uns gesagt, und der ist 23, wollte sein Leben wegschmeißen. Dem sind wir dann im Regen eine Zeit lang hinterhergelaufen, bis er endlich mal stillgestanden ist. Dann haben wir ihn umarmt und gebetet für ihn. Also der hat auch erlebt, wie der Heilige Geist wirkt. Hat jetzt gesagt, das hat ihn jetzt nicht umgehauen, aber er hat doch gemerkt, dass irgendwas anders ist. Also nach dem Gebet war er eigentlich, eigentlich offener, hat auch gelächelt. Wir haben ihm ein Johannesevangelium gegeben mit einer Karte, damit er uns einfach kontaktieren kann. Das geben wir eigentlich jedem mit. Das ist immer ganz wichtig, dass wenn du auf die Straße gehst, dass du jemanden Kontaktadresse mitgibst oder Telefonnummer oder Homepage, wo er sich hinwenden kann. Ja, und danach, zum Schluss, sind wir noch hingegangen zu einer Gruppe. Das waren 3 Frauen und ein Mann. Wir haben einfach gefragt, ob sie Schmerzen haben. Ganz eine komische Anrede halt, wie meistens. Und die Frauen haben gesagt, nein, wir haben keine Schmerzen. Der Mann hat aber gesagt, ja, er hat schon ein bisschen Rückenschmerzen. Und dann sind wir hin und haben für ihn gebetet. Die Schmerzen waren dann nach dem ersten Beten besser. Und nach dem zweiten Mal Hand auflegen waren sie weg. Also der war ganz verdutzt. Dann haben wir ihm das Evangelium kurz erklärt. Und dann, nachdem das die Frau gesehen hat, dass der Schmerz besser war, da war eine Frau bei den anderen dreien gestanden, die ist dann so hochgekommen, ja, ich habe auch Schmerzen, ich habe auch Schmerzen. Also das geht so, ja, wenn einer, meistens wenn wir die Leute fragen, ob jemand Schmerzen hat, sagt jeder, nein, nein, weil sie sich schämen. Ja, die wollen halt einfach, die wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Aber wenn sie dann in der Gruppe sehen, dass einer von Schmerzen befreit wurde, dann melden sich meistens die anderen auch. Und dann hat sich halt, wie gesagt, die eine Frau gemeldet und dann hat einer von uns für sie gebetet. Und wirklich in der Vollmacht und zweimal, und die hat wirklich, die Schmerzen waren weg, die war total überrascht, ja, also die war, die hat sich bewegt, die hat gesagt, das gibt's ja nicht, also die war, hast du so am Gesicht gemerkt, die war komplett verdutzt und sie hat auch den Heiligen Geist erlebt, also es ging ihr gut, also sie hat richtig, also sie hat gelächelt danach, sie war wie verändert und ja, diese Dinge passieren halt einfach, wenn wir auf die Straße gehen, ja. Und das ist einfach nur ein ganz kurzes Zeugnis, was alles so passiert, obwohl es draußen wirklich geregnet hat, es war kalt. Der Wind, also es war ein Wind wirklich, also der Regenschirm hat sich gar nicht gelohnt, den hat er immer weggeweht, es war wirklich sehr gute Zeit da. Ja. Auch wenn wir nass geworden sind und wenn wir gefroren haben und uns wirklich gefreut haben heimzukommen, innen waren wir total warm, wir waren wirklich on fire im Heiligen Geist und die Leute, die wir da erreicht haben, das war wirklich notwendig. Unser Job als Nachfolger Jesu Christi ist es, dass wir rausgehen, dass wir die unerretteten Seelen erreichen, dass wir die gute Botschaft predigen und Jesus uns begleitet, der Heilige Geist uns begleitet, Gott uns begleitet mit Zeichen und Wundern. Und das ist das, was die Leute wahrnehmen. Ja. Sie verlieren Schmerzen, die sie jahrelang hatten. Sie treffen Leute, die sie umarmen, wo sie sonst niemand umarmt. Sie treffen Leute, die sie lieben. Sie sehen, dass es wahre Liebe ist, die rausgeht, auch bei so einem Wetter, nicht bei schönem Wetter, sondern wirklich, wenn es schneit, wenn es regnet, wenn es stürmt, ja. Das sind die Leute, um die sich keiner kümmert. Und dann kommt jemand und erzählt ihnen von Jesus, dass Jesus sie liebt. Die, die keiner liebt, ja. Da, wo jeder dran vorbeigeht.
Und dann kommt jemand und sagt, es liebt sie einer. Und die merken das auch. Wenn man sich hinsetzt, ja, wenn man sich zu denen am Boden hinsetzt, wenn sie auch einem den Hintern wegfriert dabei, aber wenn man mit ihnen redet, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man ihnen Jesus näher bringt, wenn man sich ihre Geschichte anhört, macht sonst keiner. Und das ist das, was die Leute brauchen. Und damit öffnen wir die Herzen. Und dann kann Jesus einziehen und diese Leute werden gerettet. Es geht um nichts weiteres und nichts anderes und nichts weniger, als dass diese Seelen aus dem Feuer rausgerissen werden. Ja? Wie viele von denen möchten sich einfach wegschmeißen, ja? Ihrem Leben ein Ende geben? Wie der eine, der, mit dem ich da gebetet habe, der war 23 Jahre alt, nimmt harte Drogen, war völlig alkoholisiert, war völlig fertig, redet von Selbstmord. Dem kann nur noch Jesus helfen. Und der hat gemerkt, dass es jemand gibt, der sich um ihn kümmert. Und das ist unsere Aufgabe. Also seid mutig und unverzagt, geht raus, predigt das Evangelium. Vertraut darauf, dass Jesus, wenn er mit reinem Motiv rausgeht, euch begleitet mit Zeichen und Wundern. Es ist herrlich. Und auch wenn es draußen regnet und kalt ist, innen, da ist ein Feuer. Seid mutig und unverzagt. Servus aus Niederbayern.